Servus und herzlich willkommen zum neuen Video von uns. Heute haben wir wieder drei interessante Sachen für euch getestet und zwar geht es diesmal um Knieschoner. Wir haben welche ausgewählt, die ihr sowohl für den Bikepark-Einsatz benutzen könnt, als auch für die Tour. Also bedeutet, dass ihr auf der Tour nicht irgendwelche überkrassen Schoner anhabt, wo ihr euch totschwitzt, sondern dass die eben da auch angenehm leicht zu tragen sind. Da haben wir die folgenden drei hier zum Testen. Einmal den Lead Nigat 3DF 6.0, die IXS Flow Evo, die habe ich hier schon an. Und dann haben wir noch die Scott Grenade Evo. Preislich sind die IXS, die ich hier anhabe, die günstigsten. Die findet ihr im Internet, habe ich gerade eben geguckt, stand Anfang August, für ungefähr 54 Euro bei Chain Reaction Cycles. Die Lead Nigat, die bekommt ihr so ungefähr ab 75 Euro, auch auf Chain Reaction Cycles. Und bei den Scott Grenade Evo lag der Preis auch ungefähr so bei 75 bis 80 Euro. Und da gab es mehrere Seiten, wo ihr die, sag ich mal, zu den Preisen gefunden habt. Jetzt kurz zu den Schonern. Also die IXS Flow Evo, die ich hier anhab, die sind, sag ich mal, die leichtesten. Also sie sind gerade von dem Außenmaterial hier sehr dünn und der Schutz ist auch nicht ganz so ausgeprägt wie jetzt zum Beispiel bei den Grenade Evo von Scott. Dafür lassen sich aber definitiv am angenehmsten tragen. Also es fühlt sich ein bisschen so wie eine zweite Haut an. Das heißt, ihr fahrt ein paar Meter und dann hat man gar nicht mehr so das Gefühl, dass man wirklich einen Schoner anhat. Und man schwitzt auch relativ wenig darunter. Man muss ein bisschen aufpassen, also wie ich die am Anfang bekommen habe, waren die extrem eng. Und jetzt haben sie sich aber doch schon ein bisschen geweitet. Sieht man gerade auch hier, da ist schon ein bisschen locker. Und da kann es schon sein, dass die dann manchmal verrutschen, gerade weil sie nur hier im unteren Teil einen Strap haben, um festzuziehen. Das ist so ein bisschen ein Kritikpunkt. Da ist halt der Halt nicht so ganz optimal. Aber ansonsten ist auch beim Fahren der Komfort super, also lassen sich super angenehm tragen. Und auch von der Schutzfunktion ist es klar nicht ganz so ausgeprägt wie bei den anderen, aber es geht trotzdem hier nochmal ein bisschen weiter rüber, dass auch die Seitenbereiche vom Knie noch gut geschützt sind. Gut, kommen wir zu den Scott Grenade Evo. Die sind, sag ich mal, so ein bisschen der Panzer unter den Knieschonern, weil, wenn wir uns das hier vorne anschauen, wir haben einen ziemlich großen Schutzbereich hier vorne. Wir haben hier oben nochmal eine Polsterung, hier an der Seite, dann hier nochmal und auf der anderen Seite natürlich auch. Das heißt, euer Knie ist wirklich ganz umfänglich bis hinten in die Wade rein geschützt. Und man hat durch diese zwei Straps oben und unten auch einen super festen Sitz, also die sind uns eigentlich nie verrutscht. Man könnte jetzt meinen, dass die Schoner, weil sie eben so extrem dick sind und viel schützen, dass man darunter wirklich auch dementsprechend extrem schwitzt. Ist aber nicht der Fall gewesen, die waren fast so angenehm wie die IXS, obwohl sie halt deutlich dicker sind. Also da müssen wir ein großes Lob rausgeben, liegt auch gerade am hinteren Teil, der nochmal super angenehm durchlüftet ist und es dann nicht allzu warm wird. Gewichtsmäßig liegen die hier natürlich ein bisschen über den IXS Flow Evo, aber sie bieten natürlich auch deutlich mehr Schutz. Für mich waren die eigentlich ein super Kompromiss für einen Park und für einen Trail, weil auf dem Trail sind sie zwar ein bisschen wärmer als die hier, aber nicht sonderlich, aber für einen Park hat man deutlich mehr Schutz, gerade wenn man jetzt im unsanft in die Steine reinfliegt, hat man hier an der Seite nochmal die Schutzpolster, wo man hier zum Beispiel beim Flow Evo eben nicht hat und preislich mit 75 bis 80 Euro auch eigentlich noch voll in Ordnung. Dann kommen wir zu den Lead. Da ist das Interessante, wir haben hier vorne für den oberen Teil vom Knie und so ein bisschen Schienbein einen Schutz aus Hartplastik bzw. Hartschale, was natürlich nochmal, gerade wenn man in die Steine reinfliegt, mehr Schutz bietet als jetzt zum Beispiel nur diese weiche Schaumstoff. Wir haben natürlich auch hier an der Seite, ähnlich schon wie beim Scott Grenade, den Schutz für die seitlichen Bereiche des Knies. An der Innenseite haben wir dasselbe. Das Ganze ist ein bisschen dünner gestaltet, aber dadurch härter als beim Grenade. Und wir haben zwar nur einen Strap, wie jetzt schon beim IXS Flow Evo, aber der Lead sitzt hier deutlich besser. Der Strap ist einmal hier oben, ist auch super angenehm geführt. Und unten der Bund ist relativ eng und hat sich auch nicht geweitet. Das heißt, der Schoner sitzt jetzt auch immer noch nach mehreren Kilometern Testeinsatz eigentlich super. Was uns an dem hier jetzt nicht so gut gefallen hat, ist hier hinten die Öffnung. An sich gut, dass man nicht so arg schwitzt, aber gerade an diesen, wo es halt wieder übergeht zum Stoff, hat es dann, gerade wenn es warm war, öfters mal unangenehm gerieben und man hatte so ein bisschen so, ja, leicht wunde bzw. leicht rote Stellen in den Kniekehlen. Das fand ich jetzt nicht so schön und trotzdem war es leider der wärmste Schoner. Also von allen dreien war der hier der angenehmste, wenn es warm wurde. Danach kam der Grenade Evo und mit ein bisschen Abstand halt eben der Lead, weil darunter wurde es wirklich leider am wärmsten. Ja, preislich kann man hier auch nichts sagen, der ist ähnlich eingeordnet wie der Grenade Evo, auch mit so 70, 75 Euro. So, jetzt wollt ihr natürlich bestimmt wissen, welcher Schoner unserer Meinung nach der beste ist.
Hier müssen wir sagen, der Scott Kühnert Evo hat eigentlich am besten abgeschlossen. Wir haben einen super Schutz, sag ich mal ähnlich wie beim Lead Protector, aber einen super Tragekomfort und er ist fast so angenehm, wenn es warm wird, wie der IXS Flow Evo, obwohl er mehr Schutz bietet. Deswegen ist meiner Meinung nach der Scott Kühnert Evo, sag ich mal, die beste Variante, wenn ihr sowohl im Park unterwegs sein wollt, als auch auf den Trails. Für den Parkeinsatz eignet sich meiner Meinung nach der Lead Knee Guard am besten, weil er einfach gerade mit seiner Hartschale noch mal ein bisschen mehr Schutz bietet. Für Trails würde ich ihn euch nicht unbedingt empfehlen. Durch die Öffnung hier hinten ist gerade beim Treten ziemlich unangenehm, wo es zumindest bei mir für ein bisschen wunde Stellen in den Kniekehlen gesorgt hat. Und er ist auch der wärmste von allen dreien. Also da wird es euch ziemlich schnell am Knie warm, wenn ihr jetzt hochtretet. Und deswegen würde ich für Trails den jetzt nicht unbedingt empfehlen. Meine Empfehlung für Trails ist hier der IXS Flow Evo. Er ist nicht nur super günstig mit ungefähr 54 €, sondern ist auch der angenehmste. Also er hat einen super Tragekomfort, ihr schwitzt fast gar nicht darunter im Vergleich zu den zwei hier. Und er ist natürlich auch super leicht. Aber ihr habt noch kleine Abstriche im Schutz. Das heißt, ihr habt jetzt nicht wie beim Lead oder beim Scott, ihr nehmt nochmal einen Schutz vor euer Knie. Deswegen würde ich halt für den Park den jetzt nicht unbedingt empfehlen. Über alles gesagt, der Scott Kühnert Evo an erster Position. An zweiter Position kommt der IXS Flow. Und an dritter Position meiner Meinung nach der Lead, gerade wegen dem unangenehmen Kratzen in der Kniekehle und weil er schon deutlich wärmer ist als die anderen. Leider an dritter Stelle. Ein Kritikpunkt noch für den Scott Kühnert Evo. Ihr seht, hier vorne haben wir so ein bisschen so eine gummierte Beschichtung. Die löst sich leider ab, wenn ihr mit dem Knie übers Oberrohr geht. Und deswegen habe ich oben an meinem Oberrohr so schwarze Streifen und auch ein bisschen weiß von dem Scott-Logo. Das könnte noch ein bisschen besser sein, meiner Meinung nach. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal.